Hallo liebe Gäste, es ist Sonntag, der 27. September. Mal wieder das Wort zum Sonntag und der Bericht von der letzten Woche. Die letzte Woche war sehr schwer, denn unsere Gästezahl ist zurückgegangen bis auf 12 einsame Gäste, die sich bei uns im Hotel wohlfühlen und wir sie auch mit allen unerdenklichen Mühen umsorgen. Warum sind die Zahlen so zurückgegangen? Unser Problem war nicht, dass keine Gäste kommen wollten, sondern das Problem war, wir haben keine Flugmöglichkeiten bekommen. Gäste möchten gerne fliegen, es gab keine Flüge, Flüge wurden umgelegt, Flüge wurden gecancelt, es wurde nicht rechtzeitig mitgeteilt. Es war ein großes Chaos am Himmel. So haben wir wirklich einige Gäste oder die wenigen Gäste, die wir noch bekommen haben, über das spanische Festland einfliegen lassen mit Iberia und Vueling. Eine Zwischenlandung in Madrid oder Barcelona und haben natürlich immer darauf geachtet, dass die Wartezeiten nicht länger als anderthalb, zwei, maximal drei Stunden sind. Die spanischen Fluglinien sind momentan das Einzige, worauf wir Verlass haben, denn die fliegen die Verbindung spanisches Festland auf die Kanarischen Inseln regelmäßig, bis zu dreimal am Tag, sei es über Madrid, sei es über Barcelona. Wir hoffen jetzt, dass in den nächsten Tagen sich etwas zum Positiven ändert. Die Fallzahlen hier auf den Kanaren sind sehr zurückgegangen. Wir liegen jetzt in Fallzahlen täglich zwischen 49, 50, 53 Personen pro 100.000. Das heißt, wir nähern uns den Zahlen, die das RKI in Deutschland uns vorgibt, an und unterschreiten diese auch. Wie lange jedoch unsere Politiker in Deutschland brauchen, Spanien aus dem Risikozone herauszunehmen, das steht noch in den Sternen. Aber nicht nur wir vom Hotel Maritim Playa halten durch. Auch viele unserer Kollegen, sei es Bars, sei es kleine Restaurants, haben weiterhin geöffnet. Fangen wir mal an, am Strand entlang zu gehen. Das Eiscafé Chow Chow mit dem besten Eis von Playa de Ingles hat geöffnet. Der Blaue Engel, wo viele unserer Gäste ihr Bierchen trinken, bevor es zum Strand geht oder das Bierchen, bevor es ins Hotel kommt, dort mal verweilen. Die Strandarena, vor allem für die Schalke 04-Fans, hat geöffnet. Café Mozart hat geöffnet. Dann nicht zu vergessen die kleinen Restaurants. Wir waren heute im Restaurant Rainbow. Auch da hat es wunderbar geschmeckt und wir haben gegessen. Es hat auf Shorty's Bar, auch sehr bekannt aus Film und Fernsehen. Die Golden Moments, unsere Friseure aus Goodbye Deutschland, freuen sich jeden Abend, wenn mal jemand vorbeikommt, denn auch sie haben ihr Lokal offen. Und natürlich für alle Köln-Fans das Kölsche Eck. Also ihr seht, ihr seid nicht alleine, wenn ihr kommt. Ihr habt Möglichkeiten auszugehen, ihr habt Möglichkeiten, nicht nur im Hotel zu verweilen, sondern hier und da auch mal ein Bierchen zu trinken. Und für die Gäste unseres Hauses, auch bei uns, ist das Leben nicht stehen geblieben im Hotel. Mandy hat ihren Friseursalon geöffnet, Heike ihren Waschsalon. Also Wäsche waschen, kleinen Plausch, kein Problem. Die Apotheke hat geöffnet, unser Supermarkt ist offen. Und auch unser Fitnesscenter Joe's Gym hat täglich die Türen geöffnet und ist für alle Gäste gerne da. Und nicht nur, dass die Zahlen der Gäste, die unser Haus besuchen, in dieser Woche doch sehr mäßig waren. Nein, auch das Pech kommt noch dazu. Einer unserer Warmwasserkessel auf dem Hochdach, nach 18 Jahren Dienst, hatte seinen Geist aufgegeben, hatte plötzlich einen Riss und musste ausgetauscht werden. Also, was muss her? Ein Kranwagen und der neue Kessel mit 2000 Kilo Gewicht muss 8 Stockwerke hoch gehievt werden und wird im Moment gerade neu installiert. Also, so liebe Gäste, es ist Montag, der 21. September und zum Pech kommt auch noch die Scheiße dazu, wie es eben so im Leben ist. Auf unserem Hochdach ist ein Wassercontainer für die Lagerung des Heißwassers geplatzt. 18 Jahre Lebenszeit war auch genug und dieses Teil hier wiegt nicht mehr, nicht weniger wie 2000 Kilo, hat 4000 Liter Wasservermögen und muss jetzt aufs Hochdach. So, und hier für alle Männerherzen, es ist zwar kein Bagger, aber dafür ein riesen Kranwagen. So, dann lasst uns mal spielen. We'll be right back.
Und zum Abschluss unseres heutigen sonntäglichen Berichtes nochmal ein paar Bilder von der wunderschönen Landschaft im Norden unserer Insel. San Felipe, San Andres, Galda bis hin nach Agaete. Eine wildromantische Küste mit tollen Wellen. Wir hatten die Zeit am Donnerstag mit zwei lieben Gästen und Volker Ferkau, die Insel im Norden zu besuchen und senden euch hier zum Abschluss ein paar wehmütige Bilder unserer tollen, schönen Urlaubsinsel. Einen schönen Sonntag und bleibt gesund. Und für alle, die es noch nicht gelesen haben, noch nicht davon gehört haben, mein ganzer Stolz, meine Autobiografie, anfangs gedacht für meinen Sohn und meine Frau, ist es zu einem Werk geworden mit meinem Freund und Bestsellerautor Volker Ferkau für unsere Gäste, für meine Freunde und für die, die mich gerne einmal näher kennenlernen möchten. Ganz schön frech, der Bub. Sie können es erhalten über Amazon oder direkt bei uns in der Rezeption. Dann habe ich auch gerne die Zeit, Ihnen eine schöne Widmung zu schreiben.